Und hier ist sie wieder, die 5-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5-Euro-Überraschungsshow bei Power TV. So, es ist soweit. Die 5-Euro-Show beginnt genau jetzt. Das heißt, genau jetzt läuft die Zeit für ganz, ganz viele schöne Produkte, die allesamt runter reduziert sind vom Preis. Das heißt, der Preis ist hier nur noch ganz klein und bis zu 5-mal dürfen Sie davon bei jedem einzelnen Produkt profitieren. Wir lassen uns überraschen, genauso wie Sie auch, aber es ist immer ein Spaß, es ist immer eine Freude zu sehen, was noch alles für 5 Euro möglich ist bei uns in der 5-Euro-Show. Ausnahmen kommen wir später zu. Gibt es nämlich auch in dieser Sendung. So, natürlich bestellen Sie bei uns gebührenfrei auch in der 5-Euro-Überraschungsshow. Hallo. Unter 0800 51 51 und 3 mal die 4. Was Süßes? Oh, das ist wirklich süß. Oh. Jetzt. Oh, Weihnachtswichtel, oder? Haben wir jetzt hier verschiedene? Hier. Also wir haben zwei verschiedene Deko-Wichtel. Deko-Wichtel übrigens mit dem besonderen Extra. Wahrscheinlich nach dem Genuss, spätestens nach dem dritten Glühwein, fangen nämlich diese Deko-Wichtel an zu leuchten. Sehe ich hier gerade, mit leuchtender Nase. Wie geht ihr denn mit den Wichteln um? So. Die schönen Wichtel. So, jetzt. Oh. Also, wo machen wir das alles ein? Hier. Oh, seine Nase leuchtet. Guck mal. Hast du irgendwie ein Problem mit dem Wichtel? Oder? Gucken Sie bitte. Ich finde die super süß, diese Wichtel. Ich bin total erstaunt, dass wir so ein beliebtes Saisonprodukt jetzt für nur 5 Euro haben. Aber jetzt erzähl mir, bei welchem sind wir jetzt zuerst? Bei dem grauen Modell. Also, wir fangen mit grau an, richtig? So, 34 cm hoch und vor allem mit dem... Guck mal, wie süß. Ja. So, darauf will ich doch die ganze Zeit hinaus, während hier die Wichtel um mich rumfliegen. So, die haben eine leuchtende Nase. So, komm mal hier. Und die sind richtig, richtig süß. Die haben so eine Strickmütze auf, oder? Mhm. Es ist alles Strick, Filz und Strick. Richtig? Ja. Ich guck mal gerade. Guck mal, wie süß. Moment. Ob. Achso, Material, so Dacron und Kunststoff. Dacron kenne ich. Nennen wir es Strickmütze Dacron, oder? Wahrscheinlich Französisch, da. Ja, sehr wahrscheinlich. Also ein Kunststoff. So. Was kostet denn sowas bei Pöldi? 12 Euro. Ja, also das überrascht mich sowieso. Also ein Saisonprodukt für 12 Euro, jetzt einfach mal runter reduziert auf 5 Euro. Ja. Das ist ein super Mitbringsel auch einfach jetzt in der Vorweihnachtszeit. Oh, ja. Zu egal welchem Anlass. Oder zum Beispiel... an meiner anderen Arbeitsstelle, da mache ich den Kollegen gerne eine Freude auch. Ja. Oder wir machen uns gegenseitig eine Freude. Was verrate ich jetzt hier? Hier nicht. Das war jetzt ein bisschen gefährliches Terrain, das ich hier betreten habe. Nee, aber das ist so eine Kleinigkeit, die kannst du mal gegenseitig so auf dem Schreibtisch stellen für 5 Euro, ne? Ja, ganz genau. Da freut sich doch jeder zu Weihnachten drauf. Das ist natürlich wirklich eine schöne Angelegenheit, weil die Knollnase natürlich auch noch LED beleuchtet ist. Da kommt eine Batterie rein und das sieht natürlich gerade jetzt so im Dunkeln vielleicht immer so als indirekte Lichtquelle einfach nur süß aus. Oder gerade auch mal im Büro. Ich glaube, da schweift man ganz gerne mal so gedanklich so ein bisschen ab, so in die Weihnachtszeit, in die beschauliche Zeit, wenn man da ganz einfach mal so einen Weihnachtswichtel hat. Sind die nicht süß? Ich finde beide schön. Der graue natürlich hier mit diesem Sternmuster auf seiner Mütze drauf und der rote jetzt hier mit seiner... Was mag das sein? Gib mir ein paar Tipps. Für Geschenketipps. Er sagt, kauf mir. Ja, er flüstert dir ins Ohr. Ach so, das ist der Geschenketipp-Flüsterer. Den brauche ich. Der ist cool. Der ist echt cool. Also, gibt es einmal in Grau mit der ZX6267 und der 569. Und in Rot, das sehen Sie gerade eingeblendet, hat er die ZX6268 und die 569. Direkt so nebeneinander finde ich die so goldig. Super süß, die zwei, oder? Ja. Guck mal, so als Pärchen zum Beispiel. Oder ja, überhaupt, ne? Wenn du zum Beispiel an der Tür, hast du den als Türstopper vielleicht? Habe ich auch überlegt, weil der hat ja doch ein gewisses Gewicht. Ja, sie sind auch nicht so leicht. Ja. Super. Man soll auf jeden Fall zwei zusammen kaufen. Ja, das ist ein Pärchen, das sind Brüder, die zwei. Die sehen sich auch zum Verwechseln ähnlich. Ja, glaube ich. Ja. Das ist ein Muss jetzt in dieser Sendung, finde ich. Übrigens auch mit beweglichen Armen und biegbarer Zipfelmütze. Aber eben der Clou natürlich ganz klar, diese leuchtende Knollennase hier. Das und für 5 Euro echt ein Mega-Gag.
Ja. Oder? Mal so ein kleines Mitbringsel und so weiter. Also eine schöne Angelegenheit. Und dieser Rauschebart dabei. Übrigens mit Samt gefüllt. Das heißt wirklich ein bisschen vom Gewicht her. Also in Grau oder in Rot haben wir die beiden. Und ich bin der gleichen Meinung wie Rebecca auch. Gute Freunde soll niemand trennen. So ist es. Also unbedingt beide zusammen bestellen. Ja, haben wir festgestellt. So, es wird ein bisschen kleiner vom Umfang her. Ja, und das sieht mir nach einem Nachtlicht aus, oder? Richtig. Lass mich gucken. Moment, ich mach mal an. Zack. Ui, ui. Oh, das ist aber ein helles Nachtlicht. Das ist gut, weil viele Kinder, die ein Nachtlicht brauchen, die beschweren sich, dass das Nachtlicht doch zu dunkel ist. Dieses Nachtlicht ist richtig hell und ist auch wunderbar ausgestattet mit einem Bewegungssensor. Das heißt, gerade für Erwachsene auch super, wenn man mal zwischendurch raus muss, für was auch immer. Ja. Aber guck mal, da gehst du einfach vorbei, zack, geht das Licht an. Finde ich grundsätzlich, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, es wird so früh duster. Ja, so 4:30 ist es bei mir in der Wohnung eigentlich stockdunkel. Ja, und dann bist du froh, wenn du vielleicht auch ganz einfach mal einen Raum betrittst, bis du den Lichtschalter gefunden hast und so weiter. Hast du dir zweimal den Ellbogen angetitscht oder mal den kleinen Zeh in der Türzarge eingefädelt. Ja, und das ist natürlich dann sehr, sehr ärgerlich und vor allem sehr schmerzhaft. Ja. Da ist es sinnvoll, gerade so im unteren Bereich, wenn man da vielleicht ganz einfach mal ein vernünftiges Licht hat, was eben automatisch angeht über den Bewegungsmelder und natürlich dann auch irgendwann nach ein paar Sekunden, wenn also keine Bewegung mehr erfolgt, dann auch automatisch wieder ausgeht. Aber man kann es natürlich auch auf Dauerlicht schalten, wenn man das möchte. Dann hat man da so wirklich mal ein zuverlässiges Nachtlicht. Beides ist möglich. Und das Schöne ist, die sind ja hier in dieser Halterung drin, ne? Ist batteriebetrieben, ja. Und in dieser Halterung drin, wenn du jetzt mal ganz einfach mal schnell eine Beleuchtung brauchst, um mal irgendwo hinten im Schrank oder was, mal eben was zu gucken, wo du jetzt keine vernünftige Beleuchtung hast, dann kannst du dieses Nachtlicht oder dieses Dauerlicht auch ganz einfach mal aus dieser Halterung rausnehmen und hast da mal so eine kleine, nennen wir es mal Behelfstaschenlampe. Ja? Also eine sehr praktische Angelegenheit, vielleicht auch mal an Stellen, wo man normalerweise vielleicht gar nicht unbedingt so ein Licht hat. Ich denke da jetzt auch mal an so einen Fahrradkeller oder sowas oder grundsätzlich mal einen Kellerraum. Die meisten Kellerräume sind doch eher etwas spärlich beleuchtet. Gestern in meinem auch wieder festgestellt, da hängt so eine uralte Birne oder was unter der Decke, da siehst du eigentlich gar nichts mehr mit. Da kannst du natürlich jetzt hier auch mal für einen vernünftigen Lichtkegel sorgen. Batteriebetrieben, brauchst keine Steckdose und gar nichts. Und in der Regel hält so eine Batterie und in dem Fall zwei oder drei müssten eigentlich reinpassen, mit Sicherheit bei so einer Lichtquelle ewig. Und gerade mit dem Bewegungsmelder geht das Licht ja eh nur an, wenn Bewegung erfolgt. Also da wirst du lange Freude dran haben. Schön, klein und kompakt und trotzdem hell genug. Gerade die herkömmlichen Nachtlichter, die sind ja steckdosenbetrieben. Ne? Und das ist jetzt die Lösung für jede Stelle, wo Sie keine Steckdose haben, dafür Nachtlicht zu sorgen oder überhaupt für Licht, wenn Sie einen Raum betreten oder einen Ort betreten. Ist übrigens per magnetischem Halteadapter zum Beispiel anzubringen oder auch eben, wie gesagt, zur Wandmontage, wie wir es gerade eben gesehen haben. Ja. Die Bestellnummer ist die ZX8444 und die 569. Ich finde es schön, dass wir eine gewisse Helligkeit hier haben. Das ist nicht zu hell. Aha. Wir betreten den Wasser. Bitte schön. Danach von betretenes Schweigen. Ja. Was mag da drin sein? Irgendwas was Festes, Kleines. Oder? Was Festes, Kleines. Ein Joystick? Oh, jetzt, pass auf. Oh. Etwas sehr Technisches, ja. Oh ja, aber das kommt jetzt genau gelegen in der Weihnachtszeit, weil wenn ich es richtig interpretiere, die Stecker, könnte ich jetzt mit meinem alten Videorekorder endlich wieder an den neuen Fernseher ran? Und genau so ist es. Ja, ne? Das ist ein HDMI auf SCART-Adapter mit USB-Stromversorgung. Das heißt, viele haben de facto noch etwas ältere Gerätschaften, sei es mal ein Videorekorder oder eine etwas ältere Spielekonsole, die aber immer noch hervorragend funktioniert. Ich habe so ein Modell also auch noch irgendwo im Schrank stehen, was man aber eben aufgrund der Zeit von damals, also von vor einigen Jahren, jetzt nicht per HDMI an einen modernen Flachbildschirm andocken kann. Viele dieser Gerätschaften hatten, wie zum Beispiel der Videorekorder, einen SCART-Anschluss. Genau. Jetzt werden sie wahrscheinlich bei einem modernen Flachbildschirm, so ein 50 Zöller oder sowas, ein, zwei Jahre alt, einen SCART-Anschluss eher vergeblich suchen. Insofern werden sie eher den HDMI-Anschluss finden. Das zu überbrücken von SCART auf HDMI ist natürlich gar nicht so einfach. Und ich persönlich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wo ich nach so einem Adapter suchen sollte. Mhm. Jetzt können Sie ganz einfach aus einem älteren Gerät quasi den Schwung in die moderne Zeit machen und damit mit so einem Adapter von SCART auf HDMI quasi überbrücken. Und das mit einer fortgeschrittenen Signalumwandlung, lese ich hier gerade, für Präzision, für gute Farbwiedergabe und für eine gute
Auflösung. Ich sag mal, die ganzen Skatgeräte hatten ja nur doch eher eine analoge Auflösung, das heißt eher etwas spärlich. Damit du das jetzt eben auch präzise und vor allen Dingen vernünftig in einer vernünftigen Qualität auf die moderne digitale Zeit wandeln kannst, ist das Gerät bestens gewappnet und das funktioniert hier eben. Konvertiert digitale Audio- und Videosignale zu analogen Signalen. So. Viele Anwender haben noch Geräte mit SCART-Anschlüssen und können nichts über HDMI überspielen, sagt auch der Fritz aus Linz. Dazu ist der Adapter eine ganz sinnvolle Hilfe. Ja, also ich sagte jetzt eben gerade, dass es zu dieser Zeit perfekt ist, weil du ja gerade jetzt diese Zeit der Erinnerungen, alten Erinnerungen hast. Ja, ne? In der Tat. Zum Beispiel habe ich noch ganz viele Kassetten, Videokassetten mit schönen Filmen aus meiner Kindheit oder auch Filmen, die mein Opa von der Kamera überspielt hat auf Videokassetten. Und ich weiß, dass wir schon mal diese Situation hatten, dass wir unseren alten Kassettenrekorder, Videokassettenrekorder rausgeholt hatten, den anschließen wollten und dann erst realisiert haben, geht ja nicht mehr. Geht ja nicht mehr. Und da wäre das die Lösung gewesen. Vielleicht nehmen Sie das auch einfach mal zum Anlass, mal wieder diese alten Gerätschaften rauszunehmen und sie nochmal zu entdecken, weil das machen wir eigentlich viel zu selten leider. Das ist richtig. Ja. Und wir reden immer die ganze Zeit immer von VHS-Kassetten. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo wir also auch zu Hause einen Betamax und sogar noch in grauer Steinzeit vor drei Leben war das, einen Video 2000-Rekorder hatten. Das sind natürlich auch noch so Gerätschaften, wo vielleicht noch so ein paar Schätze irgendwo im Keller oder auf dem Dachboden in so einer Kiste schlummern, die du dir gerne mal anschauen würdest, mal wieder, um so ein bisschen in alten Zeiten zu schwelgen, wo du aber den Aufwand nicht betreibst, die irgendwie eindigitalisieren zu lassen oder dafür extra einen Digitalisierer oder was zu kaufen. Jetzt nimmst du ganz einfach das alte Gerät, dockst es an einen modernen Fernseher an. Was du dafür brauchst, ist dieser HDMI auf SCART-Adapter. Und dann kannst du genau das machen. Und das weiß auch der Werner aus Wahlstedt zu schätzen. Da die alten Fernseher keinen HDMI, sondern einen SCART-Anschluss haben, waren diese HDMI auf SCART ganz genau richtig. Brauchst du vielleicht nicht ständig, aber wenn du es brauchst, ist das mal eine ganz coole Angelegenheit, während wir hier gerade so ein Baby-Video von Diana genießen. Ja, das sind so Geschichten. Oder ich habe jetzt gerade auch an eine alte Videospielkonsole gedacht. Auch ein Thema. Die funktioniert auch mit so einem SCART-Anschluss. Ich habe da eine Konsole, da kann man Bowling mitspielen. Finde ich großartig. Gibt es auch in einer modernen Variante, ja. Aber ich finde, das alte hatte Charme. Bitteschön. Charmant ist auch das folgende Produkt definitiv, denn es ist unser Preisalarm. Und das ist die eben schon ganz knapp angekündigte Ausnahme in dieser Sendung. Es handelt sich immer noch um ein 5-Euro-Produkt, aber ganz besonders runter reduziert und deswegen auch ganz besonders limitiert im Kontingent. Ja. Nur einmal. Probesteller dürfen Sie hier zugreifen, aber das ist ja schön. Auch wie schön, dass wir so viele Saisonprodukte in dieser 5-Euro-Show haben. Und das ist ja genau der Punkt. Ich sag mal, gerade jetzt im Moment, ich meine, da macht doch jeder ein Geschäft mit Deko und Weihnachtsartikeln. Ja, aber ich glaube, die wenigsten werden jetzt, gerade wo die Sachen gekauft werden, auf die Idee kommen, da jetzt die Preise zu reduzieren. Zumindest ist es mir persönlich an diversen Stellen noch nicht aufgefallen. Aber genau jetzt braucht man eben genau diese kleinen Dekoartikel. Entweder mal für zu Hause, wenn du wenig Platz hast und trotzdem weihnachtlich dekorieren möchtest. Brauchst du vielleicht auch ganz einfach mal im Büro, um da vielleicht auch mal so ein bisschen in weihnachtliche Stimmung zu kommen. Ich weiß, dass wir viele Fernfahrer haben, die so ein Bäumchen, weil es batteriebetrieben ist, auch ganz gerne einfach mal in das Führerhaus eines LKWs reinpacken. Mhm. Oder die ganzen Handwerker, die viel unterwegs sind, auf Montage sind beispielsweise die ganze Woche, die haben vielleicht auch ganz gerne vorne auf dem Armaturenbrett mal so ein kleines Bäumchen stehen. Oder vielleicht mal im Hotelzimmer, in der Pension oder was, wo es ja noch doch immer eher unpersönlich zugeht. Da ist sowas doch mal ein bisschen was Schönes, ein bisschen was Persönliches, oder? Ja, das stimmt. Und mir gefällt, dass wir haben hier diesen bunten Stil. Ne? Das ist für mich so amerikanischer Stil, nicht nur so Gold oder Silber. Hier, wir haben wirklich verschiedene Farben. Hier, wir sehen grün, blau, rot, weiß, gelb. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Idee für Mitbringsel. Das ist auch eine super Idee für Büro, das ist eine gute Idee, aber auch für Badezimmer wahrscheinlich, dass Sie haben diese Weihnachtsstimmung überall. Und natürlich, ja, das ist sehr, sehr stabil, unsere Weihnachtsbaum. Beweglich und trotzdem stabil. Und der Schnee bleibt haften, das ist das Wichtige. Sie haben hier einen Baum, der ist auch schneebehangen, also natürlich kein echter Schnee, aber das ist ja das Schöne. Wir werden das sehr bedauern, wenn der Schnee eines Tages geschmolzen ist, dann stehen wir an Weihnachten wieder ohne Schnee da vielleicht. Das sage ich ja jedes Jahr, aber die Wahrscheinlichkeit auf weiße Weihnachten ist in diesem Jahr gegeben. Und ich bin kein Wetterexperte, aber wenn das so bleibt wie in den letzten Tagen, wäre ja schon mal schön, oder? Am Heiligen Abend mal raus in den Schnee zu schauen.
Ja, das ist doof, wenn du auf der A3 im Auto sitzt, aber schön, wenn du am Heiligabend mal draus schaust und es ist alles weiß. Ja. Ja, da passt sowas natürlich schon super so viele dazu. Jahre hatten wir keinen Schnee am Weihnachten in Deutschland, ne? Nee, kann mich das auch nicht mehr dran haben erinnern. Haben wir große Chance dieses Jahr. Ja. Schau mal hier, mit einem goldenen Stern oben drauf und sogar mit einer ganz besonderen blauen LED oben, die den Stern anleuchtet. Ja, stimmt. Die ist schön, richtig, oder? Schön platziert. Ja. Ja. Mich würde mal interessieren, was sowas normalerweise kostet. Was nehmen die Kollegen von Pöll.de dafür? 8 Euro, 9 Euro. Also fast 10 Euro. Okay. Ja. Naja, also ich finde das mal schön, ist mal eine schöne Angelegenheit hier. Und wie gesagt, überall, unabhängig von einer Steckdose oder unabhängig von einem Akku oder sonst irgendwas, hier ganz einfach mal ein Weihnachtsbäumchen aufzustellen. Ist schnelle Deko. Schön. Wo Diana jetzt gerade von Amerika gesprochen hat, ich denke da gerade an New York. Da gibt es doch diesen einen mega schönen, riesigen Tannenbaum. Vom Rockefeller Center, oder? Genau, Rockefeller. So, diese Eisbahn. So, dieses Flair kannst du dir in Miniformat nach Hause holen für 5 Euro. Wie gesagt, was ganz Besonderes, weil es ein Saisonprodukt ist. Und trotzdem für nur 5 Euro jetzt für Sie hier zu ergattern, ist mit der Bestellnummer ZX6258 und der 569 übrigens batteriebetrieben. Also perfekt gemacht. Sehr schön. Also, der passt zu dem Weihnachtswichtel eben. Oder zu dem Wichtel. Es war ja kein direkter Weihnachtswichtel, sondern ein Wichtel im Allgemeinen. Party! Party? Ja. Party. Silvester zum Beispiel. Party, Silvesterparty. Knicklichter? Ja. Knicklichter? Ja. Cool. Ist immer cool. Ich liebe es, wenn auf irgendeiner Party irgendjemand diese Leuchtröhren hier zückt und die dann verteilt, weil das ist so ein cooler Leuchteffekt, wenn jeder hier ausgestattet ist damit. Die leuchten nämlich tatsächlich im Dunkeln. Die muss man einmal knicken und dann wird da was aktiviert, ein chemischer Prozess. Und dann leuchten die. Und du kannst die ja nicht nur nehmen als Ersatz für so kleine Mini-Feuerwerksdinger. Wie heißen die nochmal? Wunderkerzen. Genau. Ja. Weil manchmal darfst du keine Wunderkerzen benutzen drin, ne? Ja, offenes Feuer ist ja per se immer gerade im Innenbereich immer so ein bisschen gefährlich, aber trotzdem willst du es ja schön haben. Und ich finde gerade solche Knicklichter hier eben in unterschiedlichen Farben, um genau zu sein. Das sind, lass mich eben gucken, wie viel in 6 Neonleuchten, also 6 verschiedene Farben sind das hier. Sind natürlich immer mal richtig klasse, auch ganz einfach mal so neben das Buffet mal gelegt. Wenn du jetzt mal eine schöne Silvesterparty planst zum Beispiel oder mal eine schöne Geburtstagsparty und hast dann hier und da einfach mal so die ein oder andere Lichtquelle mal irgendwo, vielleicht auch mal auf dem Schrank oder mal als Deko irgendwo auf der Theke oder auf der Vitrine liegen, ist das mal eine coole Angelegenheit. Und dadurch, dass hier auch so diese Steckverbinder dabei sind, 4 Multi-Steckverbinder, kann man also die unterschiedlichsten Geschichten damit machen. Wir sehen, Diana war richtig behangen gerade damit. Ja, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe schon gesehen, ich habe gesagt, Party, habe einmal auf eine Hochzeit gewesen und dort auch nach diesem Tanzen, alle haben diese Sticks gekriegt und wir hatten so viel Spaß auch, so Kinder und Erwachsene, das wirklich macht Spaß und ich glaube jetzt Silvester oder wahrscheinlich einfach abends mit Kindern sowas basteln, du kannst auch hier Kette machen, du kannst natürlich die Ohrringe machen, so viele Ideen, sie dürfen kreativ sein und hier wir haben 100 Stück für 5 100 Euro. Stück sind das. 100 und Stück, diese kleine Verbindung, diese kleine sind Sachen. Vier kleine Steckverbinder drin. Auch dabei. Ja. Super. Für Blumen und Bälle. Ein Must-Have, oder? Für Silvester. Steht hier. So, einmal knicken, schon leuchten die bunten Farben. Wieder ausgestattet für die kommende Party oder für das kommende Fest, weiß auch der Tom aus Bad Mergenheim zu berichten. Bestellnummer hierfür ist die NX8223 und die 569. 100 Knicklichter in 6 verschiedenen Leuchtfarben mit Steckverbinder. Übrigens, jedes einzelne Knicklicht knapp 20 cm lang. Ah, das ist mit Blumen gemeint. Schau mal hier. Mhm. Da sieht auch peppig aus, oder? Ja, kannst aber so eine Silvesterparty. Kreativ mit werden. Na klar. Richtig cool. Ja, stark. Sehr abwechslungsreicher Artikel heute in unserer 5-Euro-Überraschung. Aber so vieles Feierliches, ne? Sei es Weihnachten, sei es Silvester. Passt gut dazu. Ja, jetzt wir gehen in die Küche. Wir gehen in die Küche. Sollen wir noch kochen für Weihnachten? Oh, es ist wirklich perfekt ausgewählt. In die Küche? Kennst du, was ist das? Ei, was ist das denn? Oder was ist das? Das ist ein Teigroller. Hast du schon Plätzchen gebacken? Nein. Okay.
Aber mit sowas. Ist das so ein Ausstecher oder was? Nee. Nee, guck mal, hier, Teigroller. Ein Teigroller, aha. Und die Ausstecher sind keine Ausstecher, sondern das ist die Höhe, die du hier verstellen kannst an dieser Teigrolle. Ah. Also kannst du die Höhe des Teiges bemessen sozusagen. Und ich zwar 2, 4, 6 und 10 Zentimeter. Ach so, ich kann diese Dinger hier rausnehmen und dementsprechend tiefer oder höher kommt dann die Rolle. Ein bisschen. Jetzt verstehe ich das. Das wäre schön, wenn das klappen würde. Na, guck mal, das ist auch Massagegerät. Das funktioniert am besten, wirklich? Wenn du schon zweimal Plätzchen gegessen hast. So, machen Sie ein bisschen und dann diesen Fett geht weg. Diesen Cheesecake heute, ne? Das war schon 1 Millimeter, ja? 2 Millimeter. Wie tief können wir da gehen? Habt ihr denn hier 10 Millimeter? Aber das ist wirklich Millimeter. Schon. Jetzt für Plätzchen am Wochenende. Ich habe mir geplant, dass ich mache auch Plätzchen. Das macht Spaß für die ganze Familie. Super. Und natürlich, das gefällt mir. Wir haben so viele Aufsätze hier. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ja. Stück kannst du machen. Hier 2 Zentimeter wäre doch perfekt für normale Plätzchen. Was braucht denn so dickeren Teig, überlege ich gerade. Pizzateig, ja. Ja, kannst du 1 Zentimeter. So, gut machen. Auch zum Beispiel, ich mache auch sehr oft Teig mit Fleisch zum Beispiel oder Teig mit Sauerkirschen, das heißt Vareniki, Pelmeni. Wahrscheinlich habt ihr mal gehört, das ist sehr lecker. In meiner Familie, wir kochen sowas sehr, sehr oft. Ich koche auch. Also für mich, das ist ein Must-have für jede Küche. Sieht auch fantastisch aus. Und natürlich, das kostet nur 5 Euro. Und dieses Material gefällt mir auch. Das bedeutet, Teig wird nicht kleppen. Das habe ich mir auch gedacht. Immer diese klassische Nudelholz. Mhm. Ja, so ein Teigroller. Ja, da bleibt das ganz gerne. Ihr müsst ja immer mit. Aus Stahl auch. Weißt du, wie unpraktisch das? Ja, da bleibt immer ganz gerne der Teig kleben. Ja, hier nicht. Ja. Wir haben hier nämlich einen Anti-Haft-Effekt mit integriert. Und was ich auch schön finde im Vergleich zu einer Holzteigrolle, ist, dass du das Modell ganz einfach in die Spülmaschine packen kannst. Das stimmt. Ist übrigens aus BPA-freiem Kunststoff sogar auch. Also perfekt, um unseren Teig zuzubereiten für die Plätzchen beispielsweise. Mit der Bestellnummer NX8101 und der 569 kann der Plätzchen-Backspaß beginnen. Großartig. In wenigen Tagen. So. Chaka. So, jetzt wird es richtig schön gemütlich, habe ich das Gefühl. Oh. Für jede habe ich. Oh. Also ich glaube, keine 5-Euro-Show, die ich bisher in diesem Monat erlebt habe, war so weihnachtlich und festlich in wie diese Tat. Hier. Das in gefällt mir sehr gut. So. Aber das ist eigentlich ein Ganzjahresprodukt. Ne? Ist natürlich jetzt zu Weihnachten total super. Wir haben hier ein schönes Kerzenmotiv auf Leinwand, auch schon aufgezogen auf einen Holzrahmen. Mhm. Und das ist nicht alles. Es ist nicht nur ein schönes Motiv. Nein. Es hat auch einen kleinen Clou verbaut. So. Ich habe es schon mal eingeschaltet. Ich auch. Ja. Es sind Kerzen. Oh. Ach was. Ja, ich meine, das Bild heißt Modern Times. Wir haben es sehr selten, deswegen kann ich mir das nicht merken. Modern Times mit wunderschönen Kerzenbeleuchtungen, aber jetzt nicht einfach nur Licht an oder Licht aus. Wenn Sie ganz genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass wir hier ein richtiges Kerzenflackern haben. Wow. Und wenn Sie noch mal ganz genau hinschauen, dann werden Sie feststellen, dass durch dieses Kerzenflackern so ein gewisser 3D-Effekt entsteht. Weil du hättest wahrscheinlich an keiner Wand eine Möglichkeit, so 4 oder in dem Fall 6 Kerzen oder sowas so zu platzieren, dass es einen gewissen 3D-Effekt hat. Hier hängst du es ganz einfach nur hin und kannst es ganz einfach einschalten, wenn du einen wunderschönen romantischen Look haben möchtest. Mm. Und ja, natürlich passt es jetzt in die Weihnachtszeit. Grundsätzlich finde ich in die dunkle Jahreszeit perfekt, natürlich zu Weihnachten, ja. Aber ihr habt völlig recht, das ist natürlich ein Ganzjahresartikel. Den kannst du auch mal irgendwann im Frühjahr oder sowas, wenn es dann abends dunkel geworden ist, mal ganz einfach für die Gemütlichkeit einschalten. Das sieht also immer klasse aus. Und ich finde, nicht nur einer ist schön, sondern auch gerne mal so 2, 3 Stück nebeneinander, vielleicht so ein bisschen wie versetzt bei Monika, aufgehen. Ne? Wie bei Monika, ja. Ist ein Riesenfan davon. Ja, sie hat auch ein paar Stück gekauft und sie hat das beieinander so platziert und das sieht so schön aus. Ich glaube auch jetzt Kerzen zum Winter, das ist ein Must-have, aber natürlich für mich, ich kann nicht einfach echte Kerzen bei mir auf dem Boden oder zum Beispiel auf dem Wand hängen, weil das ist auch echte Feuer und das ist sehr, sehr gefährlich. Ja. Hier, wir haben Schönheit und Sicherheit. Richtig, sicher, weil wir keine gefährliche Flamme haben. Können wir übrigens wunderbar an der Wand anbringen. Wir haben hier auch entsprechend ein Löchlein. Aber ich finde das mal auf dem Sideboard einfach so angelehnt auch sehr, sehr schön. Ne? Also es musst du nicht unbedingt so aufhängen, finde ich.
vielleicht auch mal ein schönes Mitbringsel für die Stellen, wo man auch überhaupt kein offenes Feuer hinstellen darf, wenn man es möchte oder könnte. Ja, gerade mal Pflegeheim, Altenheim beispielsweise. Wenn man da vielleicht mal zu Besuch ist und trotzdem ein bisschen festliche Stimmung erzeugen möchte, ist das vielleicht genau das Richtige dafür. Aufgrund von Bekannten, denen das super gefallen hat und habe ich etliche nachbestellt, für mich selber und für andere als Geschenk, sehr empfehlenswert, schreibt aus die Maggie aus Berlin. Unser LED-Leinwandbild Modern Times hat die Bestellnummer NC8154 und die 569. Sie dürfen da gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Die meisten bestellen übrigens gleich 2 oder 3 davon, in der Regel 1 für sich selber und dann vielleicht nochmal ein zweites oder ein drittes. Als kleines Geschenk, als kleines Mitbringsel für die nächste Einladung, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Bitte schön. Guten Tag. Guten Tag. Guck mal, sehr schön. Ja, auch was Praktisches darf nie fehlen, was jeder gut gebrauchen kann, nämlich eine gute, ordentliche Maus. Und Maus mit langen Schwänzchen sind out. Würde ich mal so sagen. Mit langen Schwänzchen meine ich kabelgebundene Computermäuse. Ja. Oder? Das finde ich lästig, oder? Ja, das nimmt nur Platz weg. Das ist so 90er. Verknuddelt die ganze Zeit. Ja, ja. Nee. Ja. Heutzutage hat man eine Funkmaus. Diese Funkmaus hier funktioniert besonders gut, weil sie optisch funktioniert. Das heißt, wir haben hier eine hohe Präzision. Mit 5 Tasten übrigens, wie Sie gesehen haben. Also nicht nur die klassische Rechts- und Links-Taste, sondern auch Seitentasten. Das macht diese Uhr, glaube ich, auch für Zocker so perfekt, ne? Uhr, sage ich. In der Tat. Also du kannst hier die Einstellung verändern. Das heißt, diese Empfindlichkeit, wie schnell der Cursor über den Monitor gleitet, das nennt sich DPI. Also das kann man hier einstellen. Und ich benutze übrigens genau diese Maus, also nicht diese in meiner Hand, sondern ein vergleichbares Modell hier, seit über 2 Jahren bei mir am Schreibtisch. Komme ich sehr, sehr gut mit zurecht. Ich mache das ohne Mauspad, ohne irgendwas drunter, direkt auf der Tischplatte. Funktioniert ganz hervorragend, ist höchste Präzision. Und mit diesen kleinen Tasten an der Seite kannst du auch mal, wenn du im Internet bist, mal eine Seite vor oder 1, 2 Seiten zurückgehen, ohne dann jedes Mal gleich auf diesen Pfeil mit Bild zurück oder Bild vor oder was gehen zu müssen. Eine ganz praktische Angelegenheit. Wird mit einem sogenannten Dongle ganz einfach mit einem Laptop oder mit einem PC verbunden. Ganz einfach ein freier USB-Steckplatz, rein damit. Das Ganze ist Plug and Play, also man braucht keinen Treiber zur Installation und gar nichts. Mhm. Und zwischendurch mal eine vernünftige und vor allen Dingen ergonomisch geformte PC-Maus, auch für einen Laptop durchaus zu gebrauchen, ist immer mal eine ganz praktische Angelegenheit. Die ist für Rechts- und für Linkshänder übrigens optimiert und lässt sich super bedienen, allein auch durch diese leicht gummierte Oberfläche. Das ist ganz sehr präzise damit Soft arbeiten. Soft-Touch. Ja, sehr, sehr angenehm. Wirklich. Ja. Und ich habe gehört, dass du solltest Maus sowieso vielleicht einmal in 2 Jahre wechseln, weil das auch sehr viele Mikroben sind dort und du kannst das nicht vernünftig so sauber machen. Und diese Maus finde ich wirklich sehr, sehr schön. Weil sie auch ergonomisch geformt ist, weil sie auch diese Soft-Touch-Oberfläche sehr schön in Szene setzt, dadurch, dass sie so umrahmt wird von diesen glänzenden glänzenden Abschnitten. Das ist sehr schön kombiniert, ein richtiges Design-Highlight auch und sehr edel gemacht in diesem Schwarz. Eine sehr, sehr schöne Sache. Batteriebetrieben übrigens dann auch die Maus selber. Und ich bin ganz überrascht, dass wir schon wieder die Kameraführung haben, die uns zeigt, das war es schon wieder mit der 5-Euro-Show. Schade, aber sehr, sehr viele tolle Schnäppchen mit dabei gewesen. Hier diese Funkmaus gibt es für Sie mit der Artikelnummer PX4848 und der 569. Bleiben Sie bei uns. Es geht natürlich wie immer spannend weiter. Ciao.